ich will mich nicht outen als Vorsitzender der anonymen Fundraiser. Ich bin seit 10 Jahren jetzt in dieser Szene, habe vorher was Richtiges gelernt, aber bin dann irgendwie da rein und habe mich da auch so ein bisschen verbandelt. Das heißt, also ich habe für verschiedene Einrichtungen gearbeitet und musste dann, wenn man so am Schreibtisch sitzt, ganz, ganz viel auch lesen von dem, was so Kolleginnen und Kollegen verzapft haben. Das kriegt man dann, weil man gerne auch mal in so Testversenden drin ist. Ihr kennt das auch zu Hause gerne mal. Kommt dann, wenn so ein Weihnachtsmail kommt von einer Organisation, dann ist man da vielleicht auch mal drin, ne Sonja? Und dann kriegt man dann gerne mal so 15 Mailings am Tag, um zu gucken, ob denn alle Textblöcke richtig angekommen sind. Die sind ja durchaus dann auch hochqualitativ, ne Sonja? So, wenn man wieder hinten sitzt. Aber man kriegt so in 10 Jahren ziemlich viel Mist mit. Und vor 10 Jahren war 2005 und habe da meine Freundin kennengelernt, die ist gerade nach Bayern gezogen. Und ich war damals im kirchlichen Bereich auch tätig und Kirche hat damals auch dieses Fundraising da mal ausprobiert und so. Und die Bayern waren ja schon eh immer ganz gut, die ist nach Bayern gezogen. Also die Freundin ist jetzt meine Frau, also ich darf da auch drüber reden. Und da musste ich viel lernen. Ich musste dann nämlich lernen, dass man in Bayern, wenn man Mitglied in der Kirche ist, die Kirchensteuer nicht so bezahlt wie im richtigen Deutschland. Das heißt, man zahlt nicht irgendwie 9% von der Einkommensteuer, sondern man zahlt nur 8% von der Einkommensteuer und das letzte Prozent muss man quasi selber direkt an die Kirchengemeinde überweisen. So, das ist so, ich weiß nicht, ob es das woanders auch noch gibt, aber in Bayern gibt es halt so. Und es wird aber so, das wird dann, gibt es dann richtig Kirchgeldstellen in Bayern, in diesen Kirchengemeinden und die fordern das auch an, aber sie ziehen das nicht ein. Also wenn man dann auch nicht zahlt, dann gibt es nochmal einen anderen Brief und dann gibt es auch noch einen Brief, aber dann ist auch gut, also das holt sich dann keiner, wie auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist, man soll ja eigentlich immer Inputs geben, die sowas Positives bringen. Ja? Das macht aber nicht so viel Spaß. Ich habe euch gedacht, ich bringe euch mal das schlechteste Mailing meines Lebens mit. Also nicht das, was ich gemacht habe, sondern das schlechteste Mailing. Das Ding ist von 2007 und es ist tatsächlich, ich habe das, was wir hier sehen, das ist wirklich schwarz, weil das ist echt, das ist wirklich echt. Also das hat mir der Kollege, der damals in Bayern in der Fundraising-Stelle da gearbeitet hat, war ein Freund von mir, oder ist immer noch ein Freund von mir, nur der arbeitet nicht mehr da, hat mir das zugefaxt und hat sich danach ins Auto gesetzt und ist dahin gefahren, um dann mal nach dem Rechten zu sehen. Also wirklich kein Witz, das sieht so aus, wie es ist echt. Aber man muss auch dazu schon sagen, von 2007, und es macht mehr Spaß, mal zu bashen, als so. Man muss vorweg sagen, diesen Brief haben Menschen bekommen, die bei dieser Kirchensteuer dieses letzte Prozent nicht bezahlen müssen, weil sie einfach keine Kohle haben. Also weil sie davon befreit sind, weil sie vermutlich arbeitslos sind, vielleicht alleinerziehend, was auch immer. Auf jeden Fall haben die keine Kohle und die kündigt Geld nicht. So. Und dann gibt es Post von der Kirchengemeinde in Bayern. Kirchgeld 2007. Sie sind befreit. Schön, dass Sie da sind. Sehr geehrte Frau Piep, Sie sind dauerhaft vom Kirchgeld befreit. Dennoch möchten wir die Gelegenheit nutzen und Ihnen schreiben. Das hier ist Serienbrief. Echt. Ich habe mich nicht verstanden. Das hier ist Serienbrief. Der schaut persönlich aus. Weil ich eine persönliche Anrede verwende, der Computer drückt den Namen in das allgemeine Schreiben für Kirchgeld Dauerbefreite und dazu gehören Sie. Der einzige Grund, den es dafür gibt, Sie liegen dauerhaft mit Ihren Einkünften unter 7.664 Euro pro Jahr. Das ist eine besondere Herausforderung. Und manche spenden dennoch, legen Geld und Opferstock im Klingelbeutel. Danke. Wir wünschen Ihnen, dass Sie immer wieder einen guten Grund haben, dankbar zu sein. Wir wünschen Ihnen das Gefühl des Glücks, so wie es in einem alten Schlager heißt. Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Ich brauche kein Schloss nur zum Wohnen, kein Auto funkelt und schick. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Doch eine ganze Kleinigkeit, die brauche ich doch dazu. Und diese große Kleinigkeit bist du, bist du, bist du.
Marika Röck hat diesen Schlager damals gesungen, an wem sie bei diesem Bist du wohl gedacht hat. Wir wünschen Ihnen, dass Sie auch so ein Du haben. Und ganz bestimmt will Ihnen Ihr Gott so ein Du sein. Und es wäre schön, wenn Sie ihm immer wieder auf Ihre Weise Ihr Lied singen können. Behüt Sie Gott mit freundlichen Grüßen, Pfarrer X, Pfarrer Y. Besuchen Sie uns auch im Internet. Veranstaltungen und Termine finden Sie dort unter Veranstaltungen und Termine.